Das Spiel auf dem Horn ist anspruchsvoll und selbst junge Spieler können von ihrem Instrument mit Recht eine hohe technische Präzision verlangen. Dafür sorgt Herr Gärtner bei der Firma Alexander in Mainz, einem der traditionsreichsten Hersteller von Blechblasinstrumenten. Er ist Betriebsleiter und überwacht sämtliche Produktionsschritte. Er zeigt uns, wie ein sogenanntes Doppelhorn hergestellt wird. So, hier haben wir das Rohmaterial, aus dem unsere Hörner gefertigt werden. Es hat einen Durchmesser von 12,2 mm. Das passt. Zur Produktion eines Hornes benötigt man vor allem verschieden dicke Rohre aus Messing. Im Instrument sind sie aber mehrfach gebogen. Wie aber biegt man ein Rohr? So geht es natürlich nicht. Mit solch einem Knick könnte ein Instrument nie klingen. Mit dieser Werkbank geht es schon besser. Dieser Dorn hat am Ende ein bewegliches Gelenk mit einer abgerundeten Scheibe. Während des sogenannten Hohlbiegens verhindert diese Scheibe das Abknicken des Rohres. Damit man alles ganz genau sieht, haben wir das Rohr aufgeschnitten. So wird das Rohr um das Gelenk gezogen. Es verhindert, dass sich beim Biegen Knicke oder Falten bilden. Obwohl dieser Rohrbogen nun schon recht ordentlich aussieht, fehlt ihm doch noch die letzte Präzision. Sein Durchmesser muss überall ganz genau gleich sein, sonst kann die Luft später darin nicht reibungslos strömen. Der Bogen kommt daher in eine Form in dieser Maschine. Sie drückt Stahlkugeln mit großer Kraft durch den Bogen, die das Rohr auf das genaue Maß dehnen. Auch hier haben wir wieder versucht, das normalerweise Unsichtbare sichtbar zu machen. So laufen die Kugeln durch die Form. Und hier kann man den Weg der Kugeln durch das Rohrstück erkennen. Beim Einlegen vor dem Weiten kann man das Rohrstück noch in der Form bewegen. Nach dem Weiten hat es ganz genau den nötigen Durchmesser und füllt die Form voll aus. Der Teil des Horns mit dem Schalltrichter heißt Schallstück und muss nun ebenfalls gebogen werden. Dieses Rohr ist aber konisch, es erweitert sich also zum Trichter hin. Daher würde die Methode mit den Stahlkugeln hier nicht funktionieren. Herr Gärtner zeigt uns, wie es trotzdem klappt. Er füllt das Rohr zunächst mit flüssigem Blei. Nach dem Abkühlen kann er es weiterverarbeiten. Er biegt es vorsichtig Stück für Stück von Hand. Die Bleifüllung verhindert, dass das Rohr abknickt. Aber auch hier entstehen immer noch Falten. Herr Gärtner muss sie in mühevoller Kleinarbeit wieder ausklopfen. Später kann man das Blei wieder verflüssigen und ausgießen. Diese Arbeit ist langwierig und wegen des giftigen Bleis nicht ganz ungefährlich. So, hier haben wir die traditionelle Biegetechnik gesehen mit Blei. Wird nur noch für Einzelmodelle verwendet und Unikate.
In der heutigen Zeit wird die Serienmodelle mit Eis gebogen, da es wesentlich umweltfreundlicher ist. Dieser Mitarbeiter stöpselt das Schallstück unten zu und füllt es mit Wasser. Dann stellt er es in eine Tiefkühltruhe. Nach einigen Stunden ist das Wasser fest gefroren und man kann das Schallstück biegen. Der Mitarbeiter fixiert es an einer Formschablone. Mit einem langen Hebel biegt er es in einem Zug um diese Schablone. Auch hier bleiben nach dem Biegen noch kleine Falten und Ungenauigkeiten übrig. Statt des langwierigen Ausklopfens gibt es heute eine schnellere Methode. Man legt das Schallstück in eine vorgefertigte Form und bläst es mit sehr hohem Wasserdruck auf. 100-mal stärker als der Luftdruck in einem Autoreifen. Wenn alles gut geht, presst sich das Schallstück dabei genau in die vorgesehene Form. Gleichsam das Herzstück eines Hornes sind die Ventile. Mit ihrer Hilfe kann der Spieler den Luftstrom in verschieden lange Rohrstücke umleiten und so die Tonhöhe verändern. Diesen Teil des Horns nennt man Maschine. Bei der Montage kommt es auf allerhöchste Präzision an. Die Ventile müssen einerseits luftdicht schließen, sich andererseits auch leicht bewegen lassen. Würde dieser Mitarbeiter eines der Bauteile auf den Boden fallen lassen, müsste man es wegwerfen. Es könnte sich minimal verbogen haben. Hier sieht man deutlich, dass das Doppelhorn eigentlich aus zwei Hörnern besteht, die übereinander gebaut sind. Mit diesem Umschaltventil kann der Musiker entscheiden, ob er das Horn in F oder in B spielen will. In dieser Werkstatt arbeiten lauter ausgebildete Instrumentenmacher oder Lehrlinge. Einige davon sind auch damit beschäftigt, die fest verbundenen Rohrteile unseres Doppelhornes anzulöten. Mein Name ist Kasper Kerkhoff, ich bin 22 Jahre alt. Und jetzt im dritten Lehrjahr in der Ausbildung zum Blechblasinstrumentenmacher hier in Mainz bei der Firma Alexander. Die Ausbildung dauert 3 Jahre und ist im dualen System. Das heißt, ich bin 2-mal im Jahr ca. 6 Wochen in der Berufsschule in Ludwigsburg und die restliche Zeit hier im Betrieb. Das Faszinierendste an dem Beruf finde ich eigentlich, dass es so weit gefächert ist. Das heißt, wir kommen von Tuba bis hin zu ganz kleinen Instrumenten. Wir fangen an bei ganz grobem Blech und landen nachher bei hochglanzpolierten Hörnern. Von kleinsten Mechaniken bis hin zu großen Bauteilen. Ja, einfach die Abwechslung. Beim Polieren bekommt das Horn seine glänzende Oberfläche. Wo die Maschine nicht ausreicht, ist Handarbeit angesagt.
Dieser Herr testet das Horn, wenn es zusammengebaut ist. Ja, das Horn ist sehr gut soweit. Prima. Was man vielleicht noch machen könnte, ist, dass man die dritten Ventilzüge etwas leichtgängiger macht. Okay, die können wir noch ein bisschen abpolieren, dann funktionieren die einwandfrei. So kann Herr Gärtner dafür sorgen, dass eventuelle Ungenauigkeiten am Instrument noch beseitigt werden. Okay. Jedes Instrument soll so perfekt sein, wie man es von einer Firma erwarten kann, die schon seit 1782 Instrumente baut. Philipp Alexander leitet die Firma schon in der 7. Generation. Eine Besonderheit in unser Haus ist, dass wir zum Beispiel mit Richard Wagner eng zusammengearbeitet haben und die Wagner-Tube für die Rheingoldoper entwickelt haben. Ein weiteres Highlight war natürlich die Entwicklung des Doppelhorns, das Modell 103, das 1909 patentiert wurde und seitdem eigentlich zu den weltweit bekanntesten Doppelhörnern zählt. Das Modell 103 wird zum Beispiel hauptsächlich in den namhaften Orchestern weltweit gespielt. Da wären natürlich die Berliner Philharmoniker, die fast ausschließlich Alexander-Instrumente spielen, zu nennen. Aber natürlich auch von Amateuren, Musikvereinen und Solospielern. Halt alle Musiker weltweit, die Spaß am Hornspielen haben. Die Instrumente zeichnet besonders aus, dass sie halt diesen berühmten Klang haben, den die Hornisten suchen oder auch die Dirigenten in der Regel. Sie sind natürlich auch von einer gewissen Qualität, die ein Profi verlangt. Und sie unterstützen den Musiker halt bei seinem täglichen Spielen und führen ihn auch zum Erfolg. Die letzten kleinen Mängel sind behoben, alle Teile nochmals hochglanzpoliert. Nun setzt dieser Herr das Instrument endgültig zusammen. Von der ersten Bestellung bis zur Auslieferung sind 8 Monate vergangen. Mit seiner Unterschrift bestätigt Herr Gärtner, dass sich der Musiker auf die Präzision und Klangqualität seines neuen Instruments verlassen kann.